Herzlich willkommen zu meinem Wochentagoskop, diesmal wieder aus der Konserve, denn ich bin gerade unterwegs am Sonntag und kann dann leider nicht online sein. Ja, heute besprechen wir die Woche vom 28. September bis zum 4. Oktober. Wir gehen jetzt also wirklich in die Herbstzeit. Und ich habe schon mal eine Spirit Card gezogen, eine ist aus dem Spirit Guides von Carrie Paris. Wie üblich verlinkt in den Show Notes. Und da habe ich die Karte Band gezogen. Mir fällt dazu ein, dass das Bonding etwas mit den Verwandten zu tun hat, mit unserer Bindung an unsere DNS-Reihe, an unsere Ahnenwelt. Und ich würde sagen, mit dieser Karte starten wir dann auch wirklich gut in die Zeit, in der ja dann auch am Ende des Oktobers Samhain oder Halloween ansteht. Und vielleicht geht es jetzt darum, langsam sich mal wieder ein bisschen zu verwurzeln mit dem, wo wir herkommen, was uns die Tradition unserer Eltern, unserer Vorfahren mitgegeben hat und was wir nutzen können davon, um gestärkt in den Herbst zu gehen, in die Dunkelheit. Und das Gefühl zu haben, dass wir nicht alleine sind in einer doch ziemlich trüben Zeit, in der der Lockdown wie ein Damoklesschwert wieder über uns steht. Da ist die Karte Bond eine Zuversichtskarte für mich, die mir sagt, wenn ich schon nicht tatsächlich in der Welt reisen kann, dann kann ich das auf jeden Fall virtuell tun und in die Anderswelten gehen, durch Meditation, durch andere Übungen. Das stelle ich mir bei dieser Karte vor. Ja, ansonsten, was steht in der nächsten Woche astrologisch an? Wir haben den Michaelistag am 29. September, das ist der Dienstag. Und ich finde, Michaelis immer eine schöne Zeit, um sich nochmal mit den Kräften des Spätsommers aufzutanken, bevor es dann tatsächlich in dieses Herbstgefühl hineingeht. Auch Michael steht ja nicht nur dafür, dass er Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben hat und dort nun mit einem Schwert bewaffnet steht und niemanden mehr reinlässt. Er steht nicht nur dafür, dass er Luzifer in die Dunkelheit gestoßen hat, sondern er steht auch dafür, dass er die Seelenwaage hält, ähnlich wie Göttin Maat. Wir sind also weiterhin in der Zeit der Gerechtigkeit. Schau dir doch das Video dazu an, das ich zum Thema Gerechtigkeit gemacht habe. Da geht es um die Tag- und Nachtgleiche. Und ja, also es ist einfach noch eine Zeit, um bewusst Abschied zu nehmen, Bilanz zu ziehen, auszugleichen und dann ab Oktober in den, in den Herbst richtig durchzustarten. Ein guter Zeitpunkt dafür ist tatsächlich der Sonntag, denn am Donnerstag, dem 1. Oktober, haben wir Vollmond in Widder. Das ist eine Energie von Durchstarten, aber auch von Abschließen. Beim Vollmond sollten wir immer Dinge zu Ende bringen. Wenn man dann auch noch den Aberglauben der Schwendtage hinzufügt, die ja besagen, dass man an bestimmten Tagen im Jahr nichts Neues anfangen soll, das ist die Zeit jetzt bis zum 1. Oktober. Dann, wenn man das alles zusammenbringt, würde ich sagen, noch ruhig bleiben bis zum 1. Oktober, weiter sich in Ausgleichung, Balance und in Bilanz ziehen üben. Und dann, 3 Tage nach Vollmond, wenn der Mond sichtbar wieder abnimmt, dann langsam Dinge angehen, die wir umsetzen wollen. Wobei der bessere Durchstartetermin natürlich immer der Neumond ist. Ganz bewusst können wir aber in der Zeit des abnehmenden Mondes wieder ab Sonntag Dinge entlassen. Gute Zeit, um abzunehmen oder Diät zu halten und andere Dinge und Menschen zu verabschieden, auf die wir gerade nicht mehr so Lust haben, nachdem wir Bilanz gezogen haben. So, das sind meine allgemeinen Tipps für die kommende Woche. Und jetzt mache ich das Übliche. Ich reise mit euch durch die Tierkreiszeichen und schaue mal, ja, was sich da so für uns bietet in diesem kommenden Monat.
Wie üblich mische ich dafür meine Karten aus dem Relative Tarot von Carrie Paris und sage zu jedem Tierkreiszeichen ein paar Worte aufgrund der Karte, die ich für dieses Tierkreiszeichen ziehe. Und da fange ich wieder mal mit dem Widder an. Acht der Stäbe. Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, aber als hätte ich die Acht der Stäbe schon in der letzten Woche gehabt oder in der Woche davor. Auf jeden Fall habe ich gerade ständig für den Widder Stabkarten. Das ist aber auch wirklich gar kein Wunder, denn wir haben ja immer noch den rückläufigen Mars. Der hat jetzt seinen Zenit überschritten und ist langsam dabei, ja, weiterhin noch im Rückwärtsgang, aber ein bisschen ruhiger zu werden. Und das entspricht für mich ein bisschen entspricht für mich der Karte 8 der Stäbe. Denn bei der 8 der Stäben geht es darum, ich habe was in der Vergangenheit losgetreten. Man sieht es hier sehr schön. Man ist wie auf einem fliegenden Teppich auf diesen Stäben unterwegs und weiß noch nicht genau, ob man eine Punktlandung machen wird oder nicht. Die Acht der Stäbe ist für mich immer ein Hinweis darauf, dass es nicht mehr lange dauert, bis Konsequenzen auf die Dinge folgen, die ich angestoßen habe. Manchmal sind die Konsequenzen anders, als wir das uns erwartet oder erhofft haben. Manchmal überraschen sie uns aber auch im positiven Sinne. Und oft ist es einfach die Konsequenz, die wir auch tatsächlich erwartet haben. Also für dich, lieber Widder, ist es gerade nicht an der Zeit, sowieso, das habe ich ja gerade auch eingehend gesagt, neue Dinge anzustoßen, sondern zu sagen, okay, ich lasse jetzt erstmal locker und warte, wo meine Pfeile hinfliegen. Die Acht der Stäbe hat auch den charmanten Untertitel Pfeile der Liebe und es ist eine sehr schöne Flirtkarte. Vielleicht hast du ja Gelegenheit, mit deinem Liebsten oder mit neuen Bekannten zu flirten und aufregende Situationen zu erleben, aber es ist keine Karte für die Ewigkeit. Das heißt nicht, dass wenn du jemanden kennenlernst und flirtest, nichts daraus werden kann, aber bitte laufe nicht mit dem Deckel herum, ich muss jetzt jemanden kennenlernen, um auf ewig mit ihm zusammen zu sein. Auch hier bleib locker, zeig dich, wie du bist und schau, was dabei herauskommt. Und das ist meine Nachricht für dich, lieber Widder. Nach dem Widder kommt wie immer der Stier an die Reihe. Und für den Stier habe ich eine sehr schöne Karte gezogen, wie ich finde, nämlich die Königin der Kelche. Ich schaue mal, ob ich das mit dem Licht hier noch ein bisschen besser hinkriege. Ja, das ist besser so. Die Königin der Kelche ist sicher eine stierische Karte, unter anderem, weil sie eine Herrscherin darstellt. Der Stier ist mit der Göttin Venus verbunden. Aber die Königin der Kelche hat vor allem auch eine hohe emotionale Kapazität. In manchen Decks wird sie als die Gralshüterin dargestellt, also als diejenige, die das in Händen hält, was wir uns am meisten ersehnen. Ja, und die Königin der Kelche fordert dich, lieber Stier, dazu auf, in der kommenden Woche ruhig zu sein, gelassen zu sein, dich viel in Meditation zu üben und genau zu überprüfen, was fühle ich für wen, was fühle ich für die Projekte, die gerade anstehen. Ich bin mir sicher, du hast nichts dagegen, einfach mal ruhig herumzusitzen, denn ich sage es immer wieder, bei dir ist Uranus gerade im Zeichen und macht ordentlich Wirbel. Aber ja, wie gesagt, es ist eine gute Zeit, um sich wirklich mit dir selbst zu beschäftigen, mit deinen Gefühlen und dich eher zu erobern zu lassen, als zu erobern. Die Königin der Kelche strahlt da einfach etwas aus von, ich bin bereit für die Liebe, weil ich weiß, wer ich bin. Und dann passieren viele positive Dinge in meinem Leben. Wenn du gerade mit diesen Nachrichten gar nichts anfangen kannst, dann ist es für dich jetzt an der Zeit zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich tun im Herbst, im kommenden Jahr, in den nächsten 3 bis 4 Jahren, solange Uranus noch in meinem Zeichen ist, und damit zu arbeiten. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Stier. Nach dem Stier kommt immer der Zwilling dran, oder sollte ich sagen, die Zwillinge.
Der Ritter der Münzen für die tapferen Zwillinge. Nun, ich habe auch dir, lieber Zwilling, liebe Zwillinge, schon gesagt, dass du seit Mai und noch ungefähr, ja, bestimmt ein Jahr damit beschäftigt sein wirst, nochmal sehr stark darüber nachzudenken, was ist meine Berufung? Und der Ritter der Münzen, der hat da schon einige konkrete Ideen dazu. Du siehst, er hat hier fest seine Münze in der Hand, er ist standfest und energisch. Ich glaube, für dich ist es jetzt an der Zeit, in der kommenden Woche noch nicht unbedingt loszureiten. Siehe nochmal meine allgemeinen Erwägungen am Anfang des Videos. Aber es ist an der Zeit, dir zu überlegen, wie du deinen Samen einbetten kannst in etwas, was neu in deinem Leben gedeihen soll. Sei das eine Partnerschaft, sei das eine finanzielle Angelegenheit, ein neues Projekt oder auch etwas Gutes für deine Gesundheit tun. All das sind Themen, zu denen uns der Ritter auffordert. Ja, und ich bin mir sicher, da hast du selbst schon einige kreative Ideen. Und ich würde sagen, du probierst das jetzt einfach einmal aus in der kommenden Woche. Das wird eine, ja, sehr interessante Woche für dich. Und als nächstes kommt nach dem Zwilling der Krebs an die Reihe. Und für den Krebs habe ich mal wieder eine Karte gezogen, die ich in letzter Zeit öfter ziehe, die 10 der Stäbe. Weiterhin ist es Zeit für dich, lieber Krebs, dich abzugrenzen von dem, was so von außen auf dich einprasselt, damit du mehr herausfinden kannst in dir, was du wirklich brauchst. Du bist ja das Zeichen, das am ehesten von den Einflüssen der Planeten im Steinbock beeinflusst wird, nach Steinbock, also von Saturn, von Pluto und von Jupiter. Jupiter ist vor einer Woche ungefähr direkt geworden. Am Montag, das habe ich vergessen zu erwähnen, nein, Verzeihung, am Dienstag, am Michaelistag, nimmt auch Saturn wieder seinen Anlauf nach vorne direkt. Er wird dann jetzt sich zügig aufmachen, in den Wassermann zu gehen bis Ende November. Also er ist jetzt hier im Endspurt begriffen. Und in diesem Endspurt, in dem du dich einfach noch stark abschirmen solltest von Einflüssen von außen, die dir einfach nicht gut tun, da solltest du jetzt wirklich energetisch dich gut abgrenzen, immer wieder deine Übungen machen, um nichts an dich ranzulassen, was dir nicht gut tut. Du bist ein sehr empathisches, sehr emotionales Zeichen. Schau, dass du nicht ständig mit den Dingen, die da draußen sind, konfrontiert wirst. Das tut dir einfach gerade nicht gut. Wenn du an etwas klebst, dann ist es jetzt wirklich höchste Eisenbahn, das oder die Person loszulassen, denn auch das tut dir nicht gut. Lass es fallen, was immer dich belastet, und du wirst sehen, danach ist alles viel einfacher als bisher. Und das ist meine Nachricht für dich, lieber Krebs. Ja, Krebs, da sind wir dann auch schon beim Löwen gelandet. Und für den Löwen habe ich eine wenig löwische Karte gezogen. Das hatten wir, glaube ich, schon letzte Woche, aber wieder geht es darum, sich mehr in den Wassermann-Themen zu üben. Die Königin der Schwerter, die ich für dich gezogen habe, lieber Löwe, die ist dem Wassermann zugeordnet, als dich im Löwenstolz breit zu machen. Es ist gerade super wichtig, dass du Strategien entwickelst, wie es für dich in den kommenden Wochen weitergehen soll. Es ist wichtig, dass du mit Gedankenmustern abschließt, die dir einfach nicht mehr gut tun, um dann produktiv nach vorne zu gehen und alten Kram jetzt wirklich, wirklich, wirklich hinter dir zu lassen. Spätestens dann, wenn Saturn Ende November in den Wassermann eintritt, was auch auf dich einen Einfluss haben wird. Also, was brauchst du jetzt wirklich nicht mehr in deinem Leben? Wovon kannst du dich verabschieden? Und welche Strategien helfen dir jetzt, das loszulassen, was du nicht mehr brauchst? Welche Ideen hast du für einen Neuanfang? Und wenn da so gar nichts bei dir klingelt, dann ist die Königin der Schwerter immer ein Hinweis darauf, suche dir eine kompetente Person, die dir Fachberatung geben kann zu den Themen, die dich bewegen.
keine spirituelle Beratung unbedingt, sondern eher wirklich konkreter Rat wie ein Anwalt, ein Arzt, ein Coach in irgendwelchen Dingen. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Löwe. Kommen wir nun zur Jungfrau. Da bin ich sehr gespannt, liebe Monika, die du ja regelmäßig zuschaust, ob es auch diesmal für dich stimmt. Ja, eine Karte, die ich letzte Woche auch gezogen habe, aber nicht für die Jungfrau, der Ritter der Kelche. Alles, was ich vorhin über den Stier gesagt habe, das kannst du dir auch noch mal ruhig anhören, liebe Jungfrau. Auch für dich gilt es zurzeit zu suchen, was dich wirklich erfüllt. Der Ritter der Kelche steht oft für den Gralsritter, der eben auf der Suche ist nach dem ganz persönlichen Gral und der in einer gewissen Weise sich zwar aufmacht, diesen Gral zu finden, aber auch darauf hofft, dass von außen Impulse an ihn herangetragen werden, wo denn die Reise hingeht. Alles, was du jetzt nicht mit dem Herzen tust, das wirf einfach raus aus deinem Leben. Es ist nicht mehr die Zeit dafür. Lasse zu, dass dich Neues befruchtet und glücklich macht. Und dann wirst du eine wunderschöne Woche haben. Aber wie gesagt, auch für dich ist diese Woche kein blinder Aktionismus angesagt. Bleib ruhig, mache deine Meditationen, schirme dich ab von dem, was dir nicht gut tut. Und du wirst eine gute Woche haben. Und das war meine Nachricht für die Jungfrau. Damit haben wir die Hälfte der Tierkreiszeichen durch und als nächstes kommt die liebe Waage dran. Mal sehen, was ich für sie ziehe. Ja, wunderschön. Für die Waage habe ich die Welt gezogen. Das passt hervorragend, denn, liebe Waage, du hast ja gerade noch Geburtstag in den nächsten beiden Wochen. Und nicht nur für die Geburtstagskinder letzter Woche, sondern auch für alle, die jetzt noch kommen, geht es darum, mit einem Zyklus abzuschließen, der natürlich einerseits dein Lebensjahr, dein Vergangenes betrifft, auf der anderen Seite aber auch geht es um einen tiefgreifenden Zyklus, der mit deiner Durchsetzungsfähigkeit zu tun hat. Du weißt ja, als Waage bist du nicht die entscheidungsfreudigste Person auf der Welt. Die Welt, die ich hier gezogen habe, die sagt aber, hab den Mut, jetzt Entscheidungen zu treffen, Kontrolle für dein Leben zu übernehmen. Lass dich nicht von dem rückläufigen Mars im Widder ins Bockshorn jagen. Setze dich durch gegen die Widerstände da draußen. Lass dich nicht verführen von alten, überlebten Partnerschaften, ob sie nun privat oder beruflich sind. Und nimm das Schwert, nimm die Stäbe selbst in die Hand und tanze in dein neues Lebensjahr. Es wird ganz toll, wenn du das tust. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und das ist meine Nachricht für dich, liebe Waage. Der Skorpion ist als nächstes an der Reihe. Und da ziehe ich natürlich gleich mal wieder eine Karte. Wenn das keine Skorpionkarte ist, weiß ich nicht was. Wir sehen hier einen Menschen, der in der Meditation begriffen ist, wie Buddha unter seinem Baum. So viel Geduld muss man erstmal haben, wie der Buddha unter so einem Baum zu sitzen. Das hat nur ein Skorpion, das heißt nur du, lieber Skorpion. Auch für dich die jetzige Nachricht: Verschwende deine Zeit nicht mit irgendwelchen Aktivitäten, denn es herrscht draußen absoluter Waffenstillstand, die Karte heißt Waffenruhe. Das heißt, es macht gerade keinen Sinn, Bewerbungen loszuschicken, komplizierte Gespräche zu führen oder aber in irgendeiner Weise irgendetwas zu bewerben, was dir gerade wichtig ist. Bleib bei dir, geh in den Rückzug, meditiere, nutze die Kraft des Vollmondes im Widder, um nochmal genau herauszufinden, was dich im nächsten halben Jahr antreiben wird. Und dann kannst du gerne nächste Woche in Aktion gehen, wenn dir die Karten, die ich dann ziehen werde, das erlauben. Kleiner Scherz. Ja, also die vier der Schwerter, einfach wirklich bei dir bleiben, möglichst nicht so viel tun, genießen, dass wir noch ein paar schöne Tage haben und viel mit dir
in die Selbstreflexion gehen. Das ist deine Aufgabe für die kommende Woche und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, lieber Skorpion. Und damit sind wir beim Schützen angelangt. Und da ziehe ich jetzt eine Karte. Ha, und schon wieder eine Hofkarte aus der Reihe der Kelche. Diesmal der Bube der Kelche. Ganz verschmitzt kommt er daher. Reizende kleine Opernsängerin, wie ich finde. Lieber Schütze, hör dir doch bitte auch nochmal an, was ich zum Stier und zur Jungfrau gesagt habe. Aber es geht bei dir darum, dich ganz frisch zu inspirieren lassen. Vielleicht hast du dich gerade verliebt oder dein Herz fängt an, für etwas Neues zu schlagen. Vielleicht spürst du gerade einen Ruf, etwas Neues in dein Leben zu lassen und dann folge dem unbedingt. Das machst du ja sowieso gerne, einem Ruf zu folgen, aber manchmal bist du etwas festgefahren und lässt nicht ab von alten Glauben und Wahrheiten, die du dir mal erschlossen hast. Der Bube der Kelche, der lädt dich dazu ein, doch mal mit was Neuem es auszuprobieren. Sei das mit einem neuen Partner, mit einem neuen Flirt oder aber auch mit einer neuen Mission, die dich auf ganz neue Wege bringt, als was du so bisher gewohnt bist. Riskier was. Hab Spaß, aber auch für dich gilt, es ist jetzt keine Zeit, attackelos nach draußen zu gehen, sondern wie fast alle Zeichen, die ich heute gezogen habe, ich überlege gerade, ob eins war, wo das anders war, nein, alle Karten sagen eigentlich in Ruhe, die Dinge angehen, hör dir vielleicht auch nochmal an, was ich zur allgemeinen Zeitqualität gesagt habe, ganz am Anfang des Videos und dann wirst du eine gute Zeit haben. Und das ist meine Nachricht für dich, lieber Schütze. Es kommt nun der Steinbock an die Reihe. Und für den Steinbock habe ich die 7 Schwerter gezogen. Ich habe es ja bereits beim Krebs erwähnt, lieber Steinbock. Der Saturn, dein Herrscher, wird jetzt am Dienstag, an Michaelistag, direktläufig nach einiger Zeit, die er stillgestanden hat und auch rückläufig war. Und von nun an wird er sich ziemlich schnell aus deinem Zeichen begeben. Wahrscheinlich hast du dich 2017 darüber gefreut, dass Saturn durch dein Zeichen gewandert ist, denn er gehört ja einfach zu dir. Aber ich denke, du hast doch einiges erlebt, was sehr anstrengend war für dich. Und das spiegelt auch die 7 der Schwerter wider, die deine kommende Woche bestimmt. Die 7 der Schwerter sagt, dass es keine gute Zeit ist, mit Ideen nach draußen zu gehen. Es könnte sogar sein, dass jemand dir deine Ideen wegnehmen will. Also erzähle nicht jedem, was dich gerade bewegt. Vor allem, wenn du eine gute geschäftliche Idee hast oder wenn ein Roman in dir schlummert, sondern halte dich bedeckt. Die 7 der Schwerter sagt aber auch, dass es an der Zeit ist, mit deinen Dingen etwas anzufangen und nicht ewig abzuwarten, dass da irgendwann mal sich was ergeben wird. Die 7 der Schwerter ist für mich auch immer eine Aufforderung, in die Vergangenheit zu gehen. Vielleicht nimmst du jetzt bei dieser Karte zum Anlass, dass du nochmal zurückreist zum Dezember 2017, was du damals dir erhofft hast für die kommenden Jahre und was davon eingetroffen ist und was nicht, was du daran verändern würdest, wenn es nochmal so wäre, beziehungsweise welche Lektionen du daraus gelernt hast und was du immer wieder so machen würdest, wie du es in diesen letzten Jahren beschlossen hast. Schreib es auf. Pack es weg und nimm Abschied von dieser Qualität, damit du dann ab der nächsten Woche oder spätestens dann ab Ende November wirklich dich auf eine neue Energie einstellen kannst. Achte doch mal am Dienstag darauf, ob du es spürst, wie der Saturn wieder Gas gibt und welche Themen sich da vielleicht wiederholen, die du so vor 4 Monaten schon mal angestoßen hattest, die dann aber zum Erliegen gekommen sind. Das, lieber Steinbock, ist meine Nachricht für dich. Und als nächstes kommt der Wassermann an die Reihe.
Hohe Priesterin für den Wassermann. Ja, also die Hohe Priesterin sehe ich persönlich gar nicht so in dem Wassermann oder der Wasserfrau. Es ist für mich eher eine sehr spirituelle Energie und der Wassermann, der ist ja der Skeptiker im Tierkreis, der Wissenschaftler, der alles auf Fakten überprüfen muss. Deine Aufgabe scheint es in der kommenden Woche zu sein, vom Skeptizismus mal etwas loszulassen und auch dich in den Zustand der Suspension of Disbelief zu begeben, also der Aufhebung, die Hebung des Faktencheckes für eine Weile, so als würdest du dein Leben als einen Kinofilm erleben, in dem du ja auch so manches durchgehen lässt, was du in der Realität nicht durchgehen lässt. Die Hohepriesterin verspricht dir dann, dass sie dir Wege zeigt, wie du zu dem finden kannst, was du wirklich erleben möchtest in den kommenden Jahren, wenn Saturn durch deinen Wassermann reichst, aber natürlich auch vorher. Sie schenkt dir Inspiration durch Träume, durch Menschen, die dir etwas plötzlich eingeben oder durch Gespräche, die du hörst. Achte einfach darauf, wo dich gerade deine innere Stimme und deine Träume führen möchten und versuche denen zu folgen. Vielleicht erst auf der seelischen, gedanklichen Ebene und später nach dieser Woche im Konkreten. Auf jeden Fall verspricht dir die Hohe Priesterin, dass du, wenn du jetzt vertraust und ein bisschen mehr ins Glauben als ins ständige Hinterfragen gehst, du es in den nächsten Wochen sehr weit bringen kannst. Und das ist meine Nachricht für dich, lieber Wassermann. Als letztes, wie üblich, kommen die Fische an die Reihe und für die ziehe ich dann natürlich auch eine Karte. Und das ist eine Karte, die mir sehr gut gefällt, nämlich die Herrscherin. Der dritte Trumpf in dieser Woche. Und eine sehr hübsche Herrscherin, eine Haremsdame. Ich finde ja Haremsdamen klasse. Die Herrscherin, die verspricht dir, lieber Fisch, dass du, wenn du jetzt aufhörst zu träumen, was du garantiert besser kannst als der Wassermann und mal ein bisschen mehr Konkretes in dein Leben bringst, dass du dann ohne viel Mühe, denn die Herrscherin ist eine sehr entspannte Persönlichkeit, die Dinge in dein Leben setzen kannst, die du gerne haben möchtest. Die Herrscherin ist ein Glücksbringer, was Beziehungen, auch langfristige, betrifft. Sie hilft dir, dich bei der Ernährung zu unterstützen, dich selbst wieder schön zu finden, wenn du eine Zeit lang das nicht getan hast. Und sie unterstützt auch alle deine Projekte, die mit selbstständiger Arbeit zu tun haben und verspricht dir Erfolg, wenn du etwas investierst. Auf der materiellen Ebene versteht sich, nicht so sehr auf der seelischen Ebene. Also, genug geträumt, werde konkret und dann gehst du in einen sehr erfolgreichen Herbst. Aber auch diese Karte, wie wirklich alle Karten, die ich diese Woche gezogen habe, sagen, bleibt ruhig und unternehmt nicht so viel diese Woche, lasst es langsam angehen. Ja, und damit bin ich fertig für heute. Im Augenblick merke ich, dass immer mehr Leute mein Wochentaroskop schauen. Das freut mich sehr. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du meinen Kanal abonnierst, unseren Kanal, muss ich ja sagen, wenn du ein Like da lässt und Kommentare, um den Algorithmus von YouTube ein bisschen anzufeuern, damit noch mehr Leute sich meine Videos anschauen. Und ich werde mich sicher bald wieder melden, aber nicht am Sonntag. Und ich wünsche dir eine super tolle Woche. Die Woche drauf sind wir ja dann schon voll in der Oktoberzeit. Und auch da werde ich dir natürlich wieder ein Taroskop machen. Mal sehen, ob ich es wieder live schaffe. Du bleibst sicher am Ball. Besonders wenn du abonnierst, ist das gar kein Problem für dich herauszufinden, wann es stattfindet. Also, dir eine wunderschöne Zeit und hab viel, viel Spaß in der kommenden Woche. Erhol dich, nicht zu heftig etwas machen, genieße die Zeit. Tschüss!